I be that young rapping dude, might just trap with you. Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei Star Wars YouTuber Epic Wars mit einem wundervollen Greedo Gameplay, Leute, für euch hier am Start. 100 plus mit der Greedo Credo. Ja, Leute, herzlich willkommen hier bei uns Star Wars YouTuber. Es ist wirklich einer meiner Lieblingsschurken quasi. Also so ein bisschen, der ist ja nicht stark, deswegen ist er nicht mein absoluter Favorit, aber er ist einer meiner Lieblinge, Mann. Ich liebe es einfach Greedo zu spielen, weil er einfach so geil ist vom Charakter, vom Gameplay her. So, ich finde das einfach geil. Und hier sehen wir Überlebende von Endor, Leute. Richtig nice, Mann. Greedo Gameplay endlich mal für euch. Ja, Leute. Ist einfach so geil, dass ich auch mal mit anderen Helden was machen kann. Ich habe euer Feedback gehört. Ihr wolltet Nine Nump gerne sehen. Ich werde da mal gucken, ob ich mal mit Nine Nump was zaubern kann. Auf jeden Fall, wenn ihr andere Helden habt, Leute, eliminiert das auch in die Kommentare, Leute. Einfach in die Kommentare posten, ich werde das dann sehen. Und ja, ich werde das ein oder andere Mal versuchen. Wie dem auch immer heißt, keine Ahnung. Ja, Leute, herzlich willkommen zur allerersten Folge. Und ihr, wie ihr wisst, ist euer Feedback, ist eure Bewertung jetzt maßgebend. Ihr könnt das Video halt auch disliken, wenn ihr sagt, das Format gefällt mir nicht, dann kommt das nicht mehr. Erstmal ein großes Danke für Live mit Epic. Ich habe jetzt nach zwei Wochen wieder, erhöhe ich die Serie wieder um 3 Folgen pro Woche. Also ich werde es versuchen, Leute. Es kann ja sein, dass ich ab und zu Lobbyprobleme habe, dies und das. Ihr wisst ja, wer im Livestream dabei war, ist ja nicht mehr so ganz angenehm, Lobbys zu finden. Zumindest bei mir mit dem Internet. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch da chillig Lobbys findet. Manchmal komme ich in dieselbe Lobby rein und dann leckt es. Eigentlich sagt man auch, das waren halt so EA-Server-Probleme. Na, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall werde ich versuchen, halt 3-mal die Woche live mit Epic rauszuhauen. Die Serie kommt so gut bei euch an. Ich bin echt überwältigt vom Feedback. Ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte mir so, 1-mal in der Woche, okay. Wenn es gut läuft, dann 2-mal in der Woche. Und dann lief es einfach so perfekt. Jetzt kommt es 3-mal die Woche. Ich werde natürlich auch Gefecht mal ausprobieren. Und andere Modis könnt ihr natürlich auch in die Kommentare eliminieren, was ihr gerne sehen würdet. Ja, Leute. Fragt mal Epic. Das neueste Format. Hier, ich bekomme ja private Nachrichten auf YouTube, also nicht nur Kommentare, sondern private Nachrichten über Tipps und Tricks fürs Zocken, fürs ja, private Leben, so Liebe und so, dies, das, ihr wisst Bescheid. Aber auch, ja, keine Ahnung, wie soll ich mal sagen, so Freundeskreis, Drogen und so, wie man damit umgehen soll. Ich bin ja kein Doktor, ich bin ja nicht hier, wie heißt er, Dr. Liebe oder so, ich weiß gar nicht, wie das mal heißt, man, Dr. Sommer oder so. Ich weiß nicht mehr. Kennt ihr das? Irgendwie? Voll oldschool so. Der hilft so anderen. Aber ich helfe euch so auf dem direkten Weg in die Kommentare. Ich nenne keinen Namen und so. Weil das bleibt alles anonym. Also wenn ihr mir private Nachrichten hier auf YouTube schickt, dann werde ich die natürlich durchlesen und eure Fragen dann beantworten. Ihr könnt das gerne auch in die Kommentare eliminieren, wenn ihr das wollt. Ja, es ist nicht schlimm, wenn ihr das macht. Also wenn ihr das findet, dass nicht schlimm ist, dann könnt ihr das gerne da auch posten. Natürlich ist es dann nicht anonym, aber wenn ihr mir Privatnachricht schickt, dann ist es natürlich anonym. Ja, Leute, alles gesagt zum Gameplay, zum Formaten. Dankeschön für euer Feedback und jetzt legen wir los. Star Wars werden wir großziehen, Leute. Ich finde es einfach so geil. Eine Sache noch, ich finde es so geil, dass andere Star Wars YouTuber mitwachsen. So, weißt du, wir werden immer größer und das ist das Geile. So, wir ziehen uns alle mit. Und einen Satz möchte ich noch unterbringen. Peabody. Wer den YouTuber kennt, der hatte fast 3000 Abonnenten, hat aufgehört mit YouTube. Er hat auch Star Wars Content gemacht. Er hatte eine richtig große Fanbase. Ich finde das ein bisschen traurig, dass er jetzt aufhört. Er ist aber 32, wie ich glaube ich mitbekommen habe, hat auch Kinder und so. Und ist Vater natürlich. Und ja, es ist natürlich schade, dass er aufgehört hat, aber kann ich durchaus verstehen. Ich wünsche ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute. Und ja, lass dir gut gehen, Peabody, die Grüße gehen raus und ja, danke, dass du die Star Wars Community so auf dem Laufenden gehalten hast und mit deinen Gameplays und so wirklich für die da warst und auch Star Wars ein bisschen auch so groß gemacht hast, für die Leute einfach da warst, unterhalten hast, weil die Leute wollten ja deine Videos und deine Streams und fand ich echt korrekt, dass du dir Zeit genommen hast, denn du hast ja wahrscheinlich auch mit YouTube nichts verdient, finde ich auf jeden Fall korrekt von dir und wünsche dir natürlich auf deinem weiteren Weg alles Gute. So,
Jetzt kommen wir zu den Fragen. Ich habe einige bekommen, mal schauen, ob ich alle beantworten kann. Meine Eltern haben mir meine PS4 weggenommen, wegen meinen Schulnoten. Als ich erwischt worden bin, als ich heimlich bei meinen Freunden und Kumpel gezockt habe, muss mal kurz hier gucken, bei meinem Kumpel gezockt habe, darf ich nicht mehr zu Freunden nach Hause? Ich hasse meine Eltern, was soll ich tun? Also, du hast quasi Verbot bekommen, dass du nicht mehr zocken darfst, hast trotzdem gezockt und wurdest dann bei deinem Kumpel erwischt, ne? Ich sag mal so, die Eltern, wegen deiner Schulnoten, ne? Wegen deiner Eltern nehmen ja nicht umsonst etwas weg, so. Die wollen ja eigentlich, dass du dein Leben lebst und quasi, ja, einfach dein Leben lebst und auf dich auch Acht gibst. Das sind ja Erziehungsberechtigte. Weißt du, die erziehen dich. Und die müssen dich auf einen Weg erziehen, das für dich am besten ist, am sozialsten und dass du einfach mit deinem Leben irgendwann erfolgreich bist. Denn deine Eltern wollen niemals was Schlechtes. Und wenn die was Schlechtes wollen würden, dann würden die dir nie was zu essen geben und so. Die würden kaum um dich kümmern und so. Du zockst doch hier den ganzen Tag, ist doch uns egal, so schlechte Noten und so. Aber ich kenne halt von Kumpels, dass die halt auch zocken dürfen, wann die wollen, aber die schreiben halt gute Noten, ne? Und das ist halt der Unterschied. Und du hast halt schlechte Noten. Das ist natürlich scheiße. Ich kann deine Eltern aber verstehen, dass sie dann eine PS4 weggenommen haben, weil Schule kommt vor. Also Schule geht vor. Und du hast vom PlayStation-Spielen hast du an sich nichts. Also du kriegst kein Geld später. Du wirst nicht irgendwie berühmt oder wirst dein Geld nicht machen mit PlayStation-Spielen, weißt du? Aber wenn du in der Schule Gas gibst, gute Noten schreibst, dann dich irgendwo bewerbst, irgendwo heftigen Job, einen Job bekommst und dann richtig Kohle machst, ja, dann bist du erfolgreich und dann kannst du halt dein Leben richtig genießen und dann kriegst du auch die Kohle, so weißt du, dann kannst du PlayStation holen, dann kannst du Fernseher holen, dann kannst du alles hier leisten und dann bist du auf dich allein gestellt und dann kannst du dein Leben leben. Also jetzt noch in den jungen Jahren muss man wirklich auf die Schulnoten Acht geben und wirklich das auch durchziehen, so weißt du. Es ist halt natürlich blöd, dass du jetzt kein PlayStation 4 zocken kannst. Das mit deinen Kumpels, dass du nicht mehr zu deinen Kumpels gehen darfst, finde ich ein bisschen krass. Ich weiß aber auch nicht, ob du jetzt meinst, dass du jetzt allgemein nicht mehr zu denen gehen kannst oder nur am Wochenende. Also, dass du nur am Wochenende zu denen gehen darfst. Oder jetzt auch in der Woche, das weiß ich nicht. Weil eigentlich ist das so auch, dass man natürlich Wochenende etwas lernen sollte. Aber eigentlich ist so Wochenende zum Chillen da. Und einfach nur rausgehen, leben und weißt du, mit Freunden was erleben und so. Ich meine, lernen und so kommt auch. Aber man lernt ja nicht den ganzen Samstag. Manche machen das, aber normalerweise bringt das nichts, wenn du den ganzen Tag irgendwas lernst. Wiederholen ab und zu ist gut. Also sagen wir mal eine Stunde lernen, dann Mittag wieder wiederholen, so eine halbe Stunde und dann am Abend wieder wiederholen. So weißt du, das ist eigentlich ganz gut, aber 8 Stunden, 9 Stunden lang durchziehen und nur lernen, boah, da behalte ich nichts im Kopf und deswegen sollte man da, ich weiß nicht, ob die Eltern jetzt wirklich da nicht gleich bisschen übertrieben, also meiner Meinung nach haben die dann übertrieben, wenn sie sagen würden, ne, du darfst auch nicht Wochenende zu deinem Kumpel, sondern in den Ferien. In Ferien darfst du wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, aber Wochenende ist so hart. Also da musst du wirklich aufpassen, dass du wirklich nicht mehr solche Aktionen ziehst und nicht noch weiter unten bei deinen Eltern landest. Also nicht mehr zu den Kumpels, okay. Aber schreib mir mal vielleicht privat nochmal, ob du jetzt am Wochenende nicht gehen kannst oder nicht. Also ich würde sagen, Endergebnis. Endergebnis. Das Zitat? Nein, das Fazit, Mann. Voll die Versprecher, Mann. Versprecher verloren. Was ist los, Mann? Also, Fazit ist einfach nur: Am Wochenende sollst du deinen Kumpels gehen. Wenn deine Eltern das nicht erlauben, kann ich halt nichts machen. Oder kannst du halt nichts machen. Ist halt so. Aber zieh das wirklich mit deinen Schulnoten durch. Lern dafür. Pauke ein bisschen. Und ja, dann darfst du auch. Und deine Eltern werden auch sehen: Okay, du machst was für die Schule. Du lernst auch und so, gibst Gas. Und dann wirst du auch belohnt und darfst wieder zu deinen Kumpels. Also wirklich. Da ein bisschen nicht dranhängen. So, der eine schreibt, ich habe mich in ein Mädchen verliebt, bloß sie hat einen Freundeskreis, das mit Drogen handelt. Mit Drogen handelt wahrscheinlich, meinst du damit Drogen nimmt? Weil handeln ist ja so, also komisch, oder? Wow, ich weiß jetzt nicht genau, man, die Leute sind ja eigentlich jung. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie alt ihr seid, Leute. Wenn ihr gerne hier im Format auch auftauchen wollt, schreibt mir einfach privat, dann kommt ihr auch hier im Format natürlich vor eure Fragen.
natürlich alles anonym. Ja, das ist ein kniffliges Thema. Drogen und so. Schlechter Freundeskreis, aber du hast dich in sie verliebt. Ja, ich sag mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt Drogen nimmt, ne? Aber wenn die mit Leuten abhängt, die Drogen nehmen, dann sollst du wirklich die Finger davon lassen. Weil mitgehangen, ne, kennst du ja, mitgegangen, mitgefangen, es ist wirklich nicht etwas Gutes. Du sollst wirklich nicht nur Drogen nehmen, allgemein auf gar keinen Fall, sondern auch nicht mit den abhängen. Man sagt, oh, Kiffen und so in Holland ist das ja erlaubt und so, warum in Deutschland nicht? Natürlich ist es auch so ein Thema, so in Deutschland, vielleicht wird das irgendwann mal legalisiert, weil ärztlichen, ja, ich sag mal, Bescheinigung darf man mittlerweile auch Haschisch, ich glaube Weed, einfach dann auch einnehmen. Aber das ist vollkommen was anderes, das ist ja anders als privat, das kann man eigentlich gar nicht dazu zählen. Du solltest einfach deine Finger davon lassen und einfach dich gar nicht damit einmischen. Und du, ich weiß, dass du in die verliebt bist, aber die hat einen falschen Freundeskreis. Vielleicht kannst du sie ja dazu bringen, dass das falsch ist, Drogen zu nehmen, weil Drogen schädigt ja nicht nur deine Gesundheit, sondern auch deinen Mitmenschen und deinen Verstand. So, du wirst einfach so vollkommen ein anderer Mensch. Du bist ein anderer Mensch. Und ich kenne das von vielen Leuten. Ich selber habe Drogen nicht genommen, weil ich einfach die Gefahren damals eingeschätzt habe und ich bin einfach nicht so der Typ, so warum. Ich brauche einfach nichts in meinem Körper, so weißt du, ich rauche nicht, ich trinke kaum Alkohol und so, ich bin wirklich, wirklich da einfach so weg davon, so weißt du, ich brauche einfach nichts, ich bin so, wie ich bin, so. Deswegen müssen mich nicht Drogen irgendwie simulieren, stimulieren oder wie man das auch nennen will, deswegen ich bin da eigentlich kaum raus, also ich bin da absolut raus. Und du liebst sie, ich kann verstehen, dass Liebe so eine harte Sache ist, aber trotzdem sollst du entweder die Finger davon lassen oder halt mit dem Mädchen mal reden und einfach mal sagen, hey und so, ich habe mich in dich verliebt, aber du bist halt im falschen Freundeskreis und so. Dies, das Ganze mit offenen Karten spielen, einfach mal ansprechen. Wenn du nicht sagen willst, dass du verliebt bist, dann einfach mal sagen, hey, dein Freundeskreis meint sich auch mit Drogen, ist so voll hart. Ist einfach voll dumm und so, voll kindisch und so. Komm immer mit kindisch solchen Aktionen, das kommt immer gut an. Weil das ist immer dieses Kindische, da lässt es sich immer erwachsen wirken. Und das ist immer das Gute, was du eigentlich jemanden so einreden kannst, ne? Und ja, rede einfach mit dem Mädchen einfach mal. So. Hm? Jetzt kommt eine Frage. Oh mein Gott, ich muss einfach mal lachen, dass sie kam so. Alter, nicht so geil. Darf man Mädels knallen, wenn sie betrunken sind? Also, er schreibt, sie war betrunken, darf ich sie knallen? Also er hat noch geschrieben dazu, also natürlich er wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass es eine Lesbe ist, dass die auf einer Party waren und die war halt betrunken, sie wollte vielleicht und er wollte vielleicht und ja, sie war aber betrunken. Ist das irgendwie moralisch verwerflich? Also meine Meinung, das ist nur meine Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, weil der eine oder andere sagt, warum, wenn sie will, dann will sie halt, ne? Nur weil sie betrunken ist, heißt es nicht nein, aber für mich ist so No-Go, weil wenn ein Mädchen betrunken ist, dann mache ich nichts. Ich schwör's, das ist bei mir halt so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, halt den einen oder anderen, aber bei mir ist das so. Solange das Mädchen nicht vollkommen selber entscheiden kann und unter Alkohol und Drogen steht, dann bin ich raus. Ich bin raus, wirklich. Weil ich frage das Mädchen wirklich so, willst du oder willst du nicht? Und wenn sie dann sagt nein, dann ist nein so. Ich mache da auch nichts weiter so. Und wenn sie dann halt sagt ja, aber ich merke so, die ist schon betrunken, dann sage ich so, ich habe Magenschmerzen, ich hab Bauchschmerzen oder ich komme dann halt, ich muss nach Hause und dies, das und so, dann bin ich halt weg, so, weißt du? Und ich komme, wenn du halt sagst, nee, du bist betrunken und so, das Mädchen will dann immer noch mehr und wenn sie dann betrunken ist, dann will sie immer noch mehr und so, dann wird sie irgendwann sauer und dann macht sie Sachen so, habe ich schon alles erlebt, dann schreit sie da rum und sagt, ich werde mich umbringen, ach ja, Leute, hört mir auf, ey, was ich da alles schon gehört habe und so und deswegen einfach nur sagen, dass euch schlecht ist und so und dann das nicht machen. Weil das Mädchen kann sie halt nicht für sich entscheiden. Alkohol entscheidet für sie, weißt du? Und wenn ein Mädchen alkoholisiert ist, dann ist wirklich das gefährlich, weil sie sagt dann halt, ja, ich nehme die Pille und so, du musst kein Gummi und so. Du weißt halt nicht, was dahinter steckt. Und immer, Leute, setzt irgendein Soldat, nimm mal einen Helm auf, wisst ihr, benutzt immer Kondom. Ist scheißegal, ob sie sagt, denkst ihr, oh, ich nehme die Pille und so. Ist scheißegal, nein. Ihr müsst auf jeden Fall Kondom benutzen. Und das ist Pflicht. Ja, und wenn sie betrunken ist, dann macht nichts. Also, der eine oder andere sagt, ja, ein bisschen trinken und so ist doch gut. Ja,
Ja, was soll man sagen? In Schokolade ist ja manchmal auch Alkohol drin, ne? Ich weiß mittlerweile, ob die das rausgenommen haben oder nicht, aber früher war das so, dass in kleinen Schokoladendingern da, ich weiß nicht, wie groß die waren nochmal. Wisst ihr die vielleicht, wie die heißen? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber da ist ja auch Alkohol drin. Und so gesehen ist man ja auch quasi alkoholisiert. Aber ich meine wirklich, wenn sie so ein paar Gläser Intus hat und nicht nur ein kleines Bierchen, so zwei Schlücke oder. Aber es gibt Leute wirklich, es gibt Menschen, die trinken drei Schlücke vom Bier. Von 0,33 Glas, von der Glasflasche und sind dann vollkommen weg. So drei Schlücke oder zwei. Die sind weg. Die können keinen Alkohol vertragen. Und da müsst ihr halt aufpassen. Ihr müsst halt quasi Indizien finden, wenn das Mädchen halt komisch redet, wenn sie so drumherum redet, wenn sie halt Sachen anspricht, die sie eigentlich normalerweise nicht ansprechen. Wenn Charakter, Verhaltens, Veränderungen zeigt, so weiß nicht, dann merkt man schon. Aber wenn sie alkoholisiert ist, sollte auf gar keinen Fall was machen. Das ist nur meine Meinung. Wie gesagt, ich kann euch da jetzt nicht irgendwie sagen, macht das auf gar keinen Fall, ich kann euch da nicht zwingen, aber wenn ihr einen Tipp von mir haben wollt, dann macht das nicht. Alkohol und Drogen am Fluss oder irgendwelche Mittel, dann gibt es von mir auch No-Go. Dann kann sie sagen und kann sie mir den ganzen Körper zeigen, dass ich, das geht nicht, Mann. Das ist wirklich, da bin ich weg, Mann. Laufe ich weg, Alter, wenn es sein muss. Ich sprinte weg. Ist mir scheißegal, Alter. Das geht nicht. Ja, dann wieder ein Mädchen-Ding. Ich habe Angst, das Mädchen anzusprechen, das ich liebe. Was soll ich tun? Ja, ich sag mal so. Du hast es jetzt nicht so ganz formuliert. Du hast dich in ein Mädchen verliebt. Kennt das Mädchen dich überhaupt? Das ist die nächste Frage, die ich dich fragen würde. Wenn das Mädchen dich kennt, dann kannst du ja auf ein paar Sachen so achten. So, ob sie dich auch mag, ob sie dir immer lächelt und so, ob sie mit ihren Haaren spielt. Das kann ich aber im nächsten Thema mal sagen, weil das sind so kleine Indizien, was ein Mädchen immer macht. So, ob sie immer so kurz wegguckt und dann wieder zu dir guckt und dann so lächelt und so. Das sind halt so ein paar Sachen, wo du halt merkst, okay, sie findet dich auch süß und so. Du kannst sie aber auch direkt ansprechen, so, weißt du? Und du hast Angst, sie anzusprechen. So, der eine oder andere sagt ja, trink doch Alkohol oder nimm wieder irgendwas, damit du den Mut bekommst, macht das auf gar keinen Fall, Leute, weil dann seid ihr nicht ehrlich, dann verstellt ihr euch. Ihr dürft euch niemals verstellen, niemals verstellen. Das A und O, das ist wirklich das Wichtigste. Bleibt so, wie ihr seid und verstellt euch nicht. Und du hast Angst, das Mädchen anzusprechen, kann ich durchaus verstehen, ich war ja auch mal in so einer Lage. Aber ihr fühlt euch einfach besser, wenn ihr zum Mädchen geht und sagt, klipp und klar, ich habe mich hier nicht verliebt und so. Und damit sie überrollt, ist natürlich, der ein oder andere sagt vielleicht, ja, das ist zwar nicht der richtige Weg, du überrollst sie damit, aber das Mädchen weiß Bescheid. Und wenn sie dann antworten würde, dann sagt sie bestimmt nein, weil sie darauf erstmal nicht klarkommt. Aber gibt ihr so ein bisschen Zeit und dann wird sie ihre Antwort finden und dann euch kontaktieren. Und dann denke ich mal, gibt es dann die Antwort. Und wenn es ein Ja ist, Leute, was gibt es dann Besseres? Und wenn es ein Nein ist, ihr lebt weiter, mein Gott, Mann. Ihr seid verliebt, aber dann wisst ihr wenigstens Bescheid, so, anstatt so die ganze Zeit schlaflose Nächte zu füllen. Ja, irgendwie gar nicht mehr einzupennen und so. Das ist halt sehr, sehr wichtig, dass ihr wirklich diesen Schritt geht und einfach mal fragt. Ja, was anderes fällt mir nicht ein, Leute, was ich dazu sagen soll. Mut ist wirklich sehr wichtig, weil das wissen auch die Mädchen zu schätzen, dass ihr wirklich auch diesen Mut ergreift und einfach mal fragt. Das Mut, mutig sein, Leute, immer. So, ich sage danke fürs Zuschauen und danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr dieses Format feiert, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Leute, wisst ihr, was zu tun ist, schreibt in die Bewertung, schreibt in die Bewertung, bewertet das Video, eliminiert euren Kommentar in die Kommentarfunktion. Ich bin raus, Leute, ich bin raus, macht's gut, haut da rein und bleibt stabil, bis zum nächsten Mal.